Herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport. Ich mache den Controller jetzt mal nicht an, weil sonst schreit er mich wieder mitten im Rennen an, dass sich der Controller ausgelockt hat. So, für den Sport gebaut hatten wir abgeschlossen. Und deshalb starten wir in die Superlimousinen. Und wir starten mit Kyalami. Seit über einem Jahrhundert ist Deutschland das Zentrum modernster Automobiltechnik. Gleich drei Elite-Performance-Marken bauen hier ihre besten Sportlimousinen. BMW seine M-Serie, Audi seine RS-Serie und Mercedes-Benz seine AMGs. Alle diese Wagen überzeugen mit einer Performance, die einst den besten Supercars vorbehalten war und bieten dem Fahrer handgefertigte Luxusinterieurs. Dieser Luxus wird jedoch bald über Bord geworfen, denn wir optimieren die Wagen mit nur zwei Zielen im Sinn: enorme Geschwindigkeit und ultrapräzises Handling. Also ich bin ja von diesem ultrapräzisen Handling jetzt noch nicht so überzeugt. Ja, ich bin den Mercedes tatsächlich schon mal gefahren. Wie gesagt, so überzeugt war ich davon jetzt nicht. Aber egal. Beim Tuning können wir nicht viel machen. Wir fahren Kyalami. Wetter bewölkt, vier Runden und drei Trainingsrunden. Wie immer halt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie sich der Audi fährt oder gefahren hätte. Der BMW ist auf jeden Fall auch nicht besser. Im Gegenteil, der soll sich Leo-Kaup-Haarnadel sogar ist die engste Kurve hier in Kyalami. schlechter fahren als Wenn die der Fahrer aus Mercedes. der SS kommen, verwenden sie oft einen Baum an der Spitze des Anstiegs als Leitfaden für die Kurve über den blinden Kamm, der sie oben erwartet. Ach du Scheiße. Ich bleib mal bei 12. So, 13 Runden natürlich nicht. So. Guck noch mal, ob das auch gespeichert hat. Weil das letzte Mal hatte ich ja das Problem, dass der mir irgendwie, obwohl ich 5 Runden eingestellt hatte, nur 3 Runden Sprit mitgegeben hat. Und mir dann der Sprit ausgegangen ist. So kann man auch einen Start verschlafen. Oh! Hohoho. Schon wieder wild hier bei der KI. Pff,
Au! Alter! What the fuck? Das ist halt immer lustig bei der KI, ne? Ja. Ach, ist da ein Auto? Nö, da kann ich reinfahren. Jetzt wird er also auch noch Nacht hier, oder was? Weil man hier bei Nacht so gut die Bremspunkte sieht. Kollision, keine Strafe. Das wäre es jetzt auch noch gewesen, wenn ich dafür noch eine Strafe gekriegt hätte. Uiuiui. Hat aber übersteuert, der Gudle, der Kleine. Kürbs mag er gar nicht. Alter! Das hasse, ne, wenn die KI so zuzieht.
Shit. Zu spät gebremst. Zu spät geschaltet. Eine noch. Los, ein starkes Finish. Ich hoffe es mal. Ich wusste, dass der reinzieht. Nein, 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 nicht auf dem Körper anbremsen. Uff. Uiuiui. Das kann in der Kurve hier massiv schief gehen. Sehr gut. Tolles Rennen. P1. Neues. Sehr schön. So. Ventile, Hubraum, Kolben. Okay. So, kann ich... Nee, Drift. Okay, dann halt nicht... So, was? Nee, Upgrades abschließen. Indianapolis. Da ist es mal was anderes. Oh Gott, kenne ich da noch die Bremspunkte? Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder mit Forza Motorsport hier in Indianapolis. Wer den Stream gesehen hat, ich bin die Strecke schon gefahren und auch die darauffolgende in dieser Meisterschaft. Das Problem ist, es gibt hier einen Bug im Spiel. Eigentlich sollte der nur in der Early Access Version auftauchen und im Builders Cup. Ich habe ihn hier leider bei den Superlimousinen, und zwar ist es so, wenn ich ein Rennen abgeschlossen habe und danach mein Auto upgrade, friert das Spiel ein und ich bin gezwungen, das Spiel neu zu starten, und sobald ich das tue, geht der Speicherfortschritt verloren. Also das Spiel springt zurück auf den Zeitpunkt, wo das letzte Mal
richtig gespeichert wurde. Und das ist bei mir nach dem Rennen hier in Kyalami. Ich werde jetzt Folgendes versuchen. Ich werde die beiden Rennen jetzt nochmal fahren, ohne das Auto zu upgraden. Und hoffen, dass er dann das Ganze speichert. Sollte das nicht der Fall sein, muss ich erstmal abbrechen und warten, ob das Ganze von Seiten von Turn 10 irgendwie gefixt wird. So, ich habe mal auf Stufe 6 hochgestellt die Gegnerschwierigkeit, weil ich war schon in Kyalami arg überlegen. Und deshalb springen wir jetzt direkt weiter ins Training und dann entsprechend ins Rennen. Ohne auch nur irgendein Upgrade anzufassen. So, wir starten. Von der 10 würde ich sagen. So, wir nehmen mit 5 Runden Sprit und starten mal auf den Softs. Fängt schon wieder an hier zu parken oder was? Oder hat er einen Start verpennt, der Gute? Au. Mann, dieser Gaddi, ey! Es kotzt mich so an in dem Spiel, ey! Die sind so hirnamputiert hier! So, jetzt ramm ich auch mal hier. Jetzt ist mir's auch scheißegal, ey. Jetzt ramm ich jeden weg hier, der mir irgendwie in die Quere kommt, ey. Langsam reicht's mir mit dieser KI hier auch. Also, weiß ich nicht, aber tut mir leid. Das kann's doch nicht sein, ey, dass die dir jedes Mal in die Karre donnern, wie so ein bekloppter Ameisenhaufen, ey. Oh, shit. Ups. Naja, ein bisschen abgekürzt, ne? Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine halbe Sekunde. Ruhe. Mein Gott, ey. Ja, wie gesagt, da muss man halt auch mal rigoros sein dann und die KI halt genauso behandeln. Ja, ich hab Softs drauf, Alter! Grip 0 oder was? Ja, wenn man da noch Rücksicht nimmt auf die KI, dann ist es ja eigentlich schon vorbei. Dann kannst du gleich hinterherfahren. Die ganze Zeit. Nur gucken, wie die sich gegenseitig rauskegeln, und das mache ich halt auch nicht, weil ja, ich bin mir auch sicher,
was das Treuvatare-Prinzip hier, was sich Turn 10 da so gedacht hat, nicht funktioniert. Also. Ja. Was willst du dazu noch sagen? Ja, es ist halt einfach. Gott. Total lächerlich. Boah. KI fährt halt totalen Bullshit zusammen und ich glaube nicht, dass die reellen Fahrer von denen, die das angeblich gelernt hat, so fahren. Also kann ich mir nicht vorstellen. Gott, das war viel zu zeitig gebremst. Egal. So. Da haben wir das erste Plätzchen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es gespeichert wird. Wenn ich jetzt einfach weitergehe nach... Das war eine gute Leistung. Silverstone. P1. Hm.